Herr Kammer, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. Was für ein Gefühl war das, in der vollletzten Minute das Tor zu erzielen und dann auch den Sieg über die Zeit noch zu retten? Geil, dafür spielt man Fußball. Ich glaube, wir haben auch verdient gewonnen. Und als ich gesehen habe, dass Shamsu geschossen hat, hatte ich ein richtig geiles Gefühl, dass er reingeht. Und die letzten Minuten waren nochmal hart, aber das haben wir geil über die Zeit gebracht. Vielleicht kurz zum Spielverlauf. Ihr habt quasi nicht viel zugelassen, hattet selber immer wieder Nadelstiche. War das auch so der Spielplan, den ihr euch vorgenommen hattet? Ja, auf jeden Fall. Das war unser Plan. Wir wollten kompakt stehen. Ich glaube, der Plan ist von Anfang an aufgegangen. Wir haben die Räume sehr gut zugemacht, waren sehr griffig in den Zweikämpfen, hatten immer wieder auch Halbchancen und am Ende dann eine richtige Chance und den haben wir da reingemacht. Was hat der Trainer vorm Spiel zu euch gesagt? Ja, dass man im Finale immer gewinnen will, dass er absolutes Vertrauen in uns hat und das konnten wir bestätigen und wie gesagt, dafür spielt man Fußball, im Finale will man gewinnen und das rundet das Ganze ab. Schon ein sehr, sehr bitterer Abend für alle Beteiligten. Wir sind als Favorit hier ins Spiel gegangen, wir hatten, sagen wir, große Spielanteile, konnten aber so nie so richtig reden dort vor Probleme stellen, ein Torhüter, niemand dort vor Probleme stellen, zu Glanzparaden herausfordern. Das haben wir nicht geschafft, über das gesamte Spiel nicht. Und da gebührt ganz, ganz offen und herzlich der Glückwunsch an BSH Reden, an die Mannschaft, an die Spieler, an das Team. Wir haben das hervorragend umgesetzt und verdient dann unterm Strich auch gewonnen. Und für uns ist es wirklich ein bitterer Abend für die Mannschaft. In der Konstellation war das letzte Spiel. Die Wege werden sich hier und dort trennen. Und wir haben ganz, ganz viele Fans hier gehabt, die uns hier unterstützt haben, die nochmal auch eine große Hoffnung hatten. Diese Rückrunde, wo wir jetzt die letzten guten Leistungen gezeigt haben, auch die Ergebnisse wieder gebracht haben, top abzuschließen. Es ist uns leider nicht gelungen. Und das ist schon sehr, sehr bitter, auch für mich ganz persönlich, für die Mannschaft. Und jetzt müssen wir erstmal kurz durchatmen. Aber an der Stelle herzlichen Glückwunsch an die BSV Reden. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben es nicht geschafft, die spielerische Überlegenheit dann auch in Tore umzumünzen. War das heute ein typischer Pokalfight? Von Redener Seite auf jeden Fall Pokalfight. Und wir haben es wenig geschafft, den Gegner richtig ins Laufen zu bringen. Und hier und dort auch eine 1-1-Situation mal aufzulösen, in der Genauigkeit dann vielleicht im Flankenspiel den zweiten Ball aufnehmen, auch Abschlusssituationen uns zu generieren und zu kreieren. Das haben wir in Summe zu wenig gemacht und Reden dort vor Probleme gestellt. Und das ist schlussendlich dann unterm Strich dann zu wenig, um so ein Finalspieler als höherklassiger Verein, als Mannschaft, dann auch so einen Gegner wie Reden vor Probleme zu stellen. Wenn wir das hätten, noch mehr Stringenz, mehr auch den Gegner hätten zum Laufen gebracht, dann schwinden irgendwann mehr die Kräfte. Das ist uns leider nicht gelungen. Und deswegen ist es dann so gekommen, wie es nicht kommen sollte. Gibt es jetzt noch eine Analyse von dem Spiel und auch von der Saison? Oder ist jetzt erstmal Pause angesagt und dann neu ordnen? Es ist Pause angesagt. Ja, Reden hat ja noch Spiele. Für uns ist jetzt heute mit dem Spiel finish. Und jetzt gilt es halt für alle Beteiligten durchzuschnaufen, zu schütteln. Es wäre wunderschön gewesen, so diesen Drive mitzunehmen, dann die Auslosung Ende Juni. Da ist aber jetzt Reden und das haben sie sich verdient und erarbeitet. Und Glückwunsch da nochmal an der Stelle. Und für uns gilt es halt die nächsten 3-4 Wochen natürlich auch zu analysieren und gut vorzubereiten. Und dann mit einem anderen Gefühl wieder in die neue Saison zu starten. Ja, erstmal ist es natürlich unglaublich schön, ja, auch für die Leute, die das ganze Jahr hier mit uns fiebern. Wir hatten kein einfaches Jahr jetzt, ne? Und ja, es war ein harter Kampf und dann ist es unglaublich schön, am Ende halt mit einem Erfolg daraus zu gehen, ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, harter Kampf. War das heute so ein typischer Pokalfight, den Sie auch wollten? Ja, ich denke, ja, wir hatten einen super Plan. Ich glaube, das hat Meppen auch relativ schnell gemerkt, dass wir hier nicht planlos auftreten. Und letztendlich ist alles so gekommen, wie wir uns vorgestellt haben. Ja, hinten wollten wir dicht machen. Ich glaube, wir haben gar nichts bis wenig zugelassen. Und vorne haben wir immer mal unsere Chancen gehabt. Und ich habe es auch zu Jungs gesagt, lass uns nicht ins Elfmeterschießen gehen. Ja, lass uns das vorher irgendwie klar machen. Und so ist es auch gekommen. Jetzt stehen ja noch wichtige Ligaspiele an. Gibt das nochmal so einen Schub für den Rest der Saison? Naja, das weiß ich gar nicht jetzt. Also
Oder jetzt wird erstmal wahrscheinlich gefeiert, ne? Jetzt wird ein bisschen gefeiert, aber müssen wir Samstag mal gucken, was passiert, weil unser Konkurrent Lüneburg spielt ja Samstag schon. Mal gucken, was sie machen. Wenn die, glaube ich, nicht gewinnen, dann ist es für uns schon durch, aber wir sollten uns schon dann ab übermorgen vernünftig auf Sonntag vorbereiten, ja, weil da muss auch noch, also das ist dann wichtiger als heute, ja. Schön, Pokalsieg ist immer geil, aber wenn wir nachher in der Oberliga sind, kann man uns davon auch nichts kaufen. Wie sehen jetzt erstmal so die nächsten Minuten und Stunden aus? Ja, ich bin immer eher ein ruhiger Typ. Ich bin auf dem Platz immer etwas lauter, aber wenn der Erfolg dann da ist, dann ziehe ich mich auch gerne ein bisschen zurück und lasse da andere in der ersten Reihe stehen. Aber heute wird schon gefeiert ein bisschen, denke ich.